Hallo und herzlich willkommen in meinem Deko-Ideenreich. Am Wochenende war ich auf einem Herbstfest auf dem Bauernhof und da hat auch ein Kürbisbauer seine Produkte angeboten. Unter anderem eben auch diese niedlichen kleinen orangefarbenen Kürbisse. Ich finde diese Kürbisse von der Größe her und auch von der Form ideal, um sie auch in der Wohnung zu dekorieren. Allerdings habe ich sie jetzt mit dieser orangen Farbe nicht so und deshalb habe ich mir gedacht, ich werde mir einfach farblich umgestalten und wie ich das gemacht habe, das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Für die erste Variante braucht ihr natürlich einen Kürbis, dann Farbe, um den Kürbis zu grundieren. Da könnt ihr jetzt eure Farbreste aufbrauchen oder hier habe ich so eine Farbprobe von der Wandfarbe oder von der Kreidefarbe. Die tragt ihr dann am besten mit dem Schwämmchen auf, denn auf dem glatten Kürbis kann man die Farbe nicht so gut mit dem Pinsel aufstreichen. Das deckt einfach nicht so gut. Ich werde jetzt gleich meinen Kürbis mit so einem Buntlackspray aus dem Discounter grundieren. Dann braucht ihr natürlich Servietten eurer Wahl und dann so einen Serviettenkleber, Malerkreppband, eine Schere und einen Pinsel. Und da ich meinen Kürbisstiel gern naturfarben belassen möchte, werde ich den jetzt mit Malerkreppband abkleben. Und damit ihr nachher einen richtig schönen, gleichmäßigen Farbauftrag habt, ist es wichtig, den Lack vorher so 2 Minuten lang durchzuschütteln. Und damit ihr euer Lackspray immer wieder verwenden könnt, ist es wichtig, nach dem Gebrauch die Dose auf den Kopf zu drehen und einfach diese Sprühdüse leer zu sprühen. Und dann kann auch nichts verkleben. So sieht jetzt meine Trockenvorrichtung aus. Ich habe hier so eine Klammer mit so einem geschickten Loch da drin und da habe ich mir so einen Schaschlikspieß durchgesteckt und dann das Ganze auf 2 hohe Dosen gelegt. Wer jetzt diese Möglichkeit nicht hat, der kann den Kürbis einfach eine Viertelstunde lang festhalten. Der Lackspray trocknet relativ schnell. Und bis mein Lack jetzt getrocknet ist, werde ich jetzt meine Serviette schon mal zurechtschneiden. Dafür entferne ich mir die oberste Schicht der Serviette. Und dann schneide ich meine Serviette in ca. 2 bis 3 cm breite Streifen. Achtet darauf, dass ihr die Streifen nicht durcheinander bringt, dann erhaltet ihr auf dem Kürbis nachher ein schöneres Muster. Der Lack ist jetzt so weit getrocknet, dass er noch leicht klebrig ist. Das kommt mir jetzt aber zugute, denn dann kann ich die Serviettenstreifen auf dem Kürbis positionieren und die haften dann schon leicht und verrutschen nicht mehr. Und da ich jetzt einen relativ kleinen Kürbis habe, genügt es vollkommen, wenn ich immer nur so einen halben Streifen von meiner Serviette verwende. Das heißt, ich teile mir diese Streifen nochmal in der Mitte durch. Ich gebe mir jetzt ein bisschen von dem Serviettenkleber auf so eine Pappe. Dann lege ich hier oben am Stiel einen Streifen an, führe den nach unten und dann klebe ich das Ganze mit dem Serviettenkleber fest. Dann setze ich den zweiten Streifen so an, dass er etwas überlappt. Und da muss ich jetzt auch darauf achten, dass die Serviette in der Mitte, wo der Radius am größten ist, die andere überlappt. Und jetzt lasse ich das Ganze auf meiner Konstruktion noch gut durchtrocknen. Und ich finde, wenn man Servietten verwendet, die so ein stoffähnliches Muster haben, dann sieht das Ganze fast aus, als ob man den Kürbis mit Stoff bezogen hätte. Für diese Variante braucht ihr natürlich auch einen Kürbis, eine helle und eine dunkle Farbe, dann ein Schwämmchen, eine Schere und so eine schöne kleine runde Tortenspitze. Den Stiel habe ich auch wieder abgeklebt und jetzt gebe ich mir ein bisschen von meiner hellen Farbe auf den Teller und dann tupfe ich mir die Farbe auf. Ich hatte am Anfang schon erwähnt, dass auf dem glatten Kürbis ist es schwierig, die Farbe aufzustreichen und deshalb tupfe ich lieber. Das gibt einen viel gleichmäßigeren und satteren Farbauftrag. Und bei diesem Kürbis werde ich jetzt zuerst die obere Seite mit Farbe betupfen und wenn diese getrocknet ist, drehe ich ihn um und mache die untere Seite. Die Farbe auf meinem Kürbis ist jetzt schön getrocknet und jetzt kann ich dieses Klebeband entfernen. Dann schneide ich aus meiner Tortenspitze hier in der Mitte diese geschlossene Fläche heraus. Dafür knicke ich diese Tortenspitze in der Mitte.
Diese Papierspitze lege ich jetzt mittig auf den Kürbis. Jetzt kann ich sie einmal mit der Hand fixieren, dann ist es aber ratsam, einen Handschuh zu tragen. Oder ich kann auf die Rückseite ein bisschen wiederlösbaren Sprühkleber aufbringen. Den Kleber lasse ich ganz kurz antrocknen und dann haftet die Spitze von allein. Jetzt gebe ich mir ein bisschen von meiner dunklen Farbe auf diesen Teller und mit meinem Schwämmchen tupfe ich die Farbe auf. Und beim Schablonieren ist es ja immer wichtig, dass man nicht zu viel Farbe aufträgt. Sonst kann es auch passieren, dass die Farbe unter die Schablone läuft. Deshalb nehme ich nur ganz wenig Farbe aufs Schwämmchen und tupfe ganz vorsichtig mein Motiv ab. Und dass dieser Bogen von der Spitze schön zur Geltung kommt, tupfe ich so circa einen Zentimeter über dieses Papier hinweg. Diese Papierspitze nehme ich, solange die Farbe noch feucht ist, auch sofort wieder ab. Und so schnell habt ihr jetzt ein ganz filigranes Spitzenmuster auf eurem Kürbis. Für diese Variante braucht ihr natürlich auch einen Kürbis. Hier habe ich mir jetzt den Stiel schon mal abgeklebt. Dann eine Farbe für die Grundierung. Da könnt ihr jetzt entscheiden, ob ihr das Ganze hell oder dunkel haben wollt. Und dann als Kontrast eine Metallic-Farbe. Ich habe hier jetzt eine goldene Farbe ausgewählt. Ihr könnt genauso gut auch Silber verwenden. Dann einen Korken und ein Schwämmchen. Ich grundiere mir jetzt meinen Kürbis mit dem Schwämmchen. Meinen Korken werde ich als Stempel benutzen und dafür gebe ich jetzt ordentlich von meiner goldenen Farbe auf die Unterseite auf und dann drücke ich den Korken an einer möglichst glatten Stelle auf meinem Kürbis auf. Und sollte euch jetzt dieser Farbauftrag zu ungleichmäßig sein, dann könnt ihr einfach mit dem Pinsel die Farbe ein bisschen besser verteilen oder zusätzlich Farbe auftragen. Und so mache ich jetzt weiter, bis der Kürbis rundherum gleichmäßig mit Punkten bestempelt ist. Und wer möchte, kann auch noch am Stiel ein paar goldene Akzente setzen. Vielleicht geht es euch ja auch so, dass ihr so ein orangenes Prachtexemplar zu Hause habt, euch die Farbe aber nicht wirklich gefällt. Und so könnt ihr mit ein bisschen Farbe, ein paar Materialien und ein bisschen Fantasie euch den Kürbis einfach umgestalten, dass er zu eurer Wohnungseinrichtung passt. Und ich würde mich natürlich jetzt riesig freuen, wenn ihr das in Angriff nehmt. Wenn ihr so einen Kürbis gestaltet habt, dürft ihr mir gerne davon ein Foto über Facebook zuschicken. Da freue ich mich immer riesig drüber. Und schaut doch auch mal auf meiner Herbst-Playlist auf meinem Kanal vorbei. Dort findet ihr noch viele, viele weitere tolle Herbstdeko-Ideen. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal und sage für heute Ciao!